So, Freunde, es geht anscheinend los. Tom, Junge, hörst du mich noch? Ja. Okay. Mesh Intercom deaktiviert. Bluetooth Intercom verbunden. Digga, der fährt, was ist denn da los? Der fährt einfach auf zwei Rädern mit seinem Dreirad. Wo seid ihr denn? Robin? Ja? Wo seid ihr? Keine Ahnung, du bist so schnell weg gewesen. Ja, ich... Ey, Stella hat gesagt, ich soll vor und jetzt war der einfach weg. Also ich bin jetzt quasi an der Strecke. An der Schranke? An der Strecke. Ja, wir auch. Ich warte mal rechts. Also ich bin ganz rechts am Schotter. Ich seh dich, ja, wir sind gleich da. Okay, top. Wir sind 30 Meter hinter dir vielleicht. Ja, dann warte ich mal eben auf euch. Ah, da, ich sehe dich, ja. Mesh Intercom deaktiviert. Bluetooth Intercom verbunden. So, da wollen wir noch mal gucken jetzt, ne? Also hier sind auf jeden Fall schon mal sehr viele Leute. Boah, ist der laut. Der Niederländer, ey. Intercom deaktiviert. Bluetooth Intercom verbunden. Torben! Ja? Hast du Mesh Intercom noch an oder brauchst man das dafür nicht? Was meinst du? Ja, also bist du quasi im Mesh drin und Bluetooth oder nur... Nein, das Mesh ist aus. Ja, okay, dann bei mir ist das noch an. Dann mache ich das mal eben aus. Das ist mir irgendwie ein bisschen nervig. Der sagt die ganze Zeit Mesh Intercom ausgeschaltet. Bluetooth, Mesh... Ja, ja, bei mir auch. Ja, ich glaube, das kriegst du aber auch nicht so... Ich weiß nicht, wie man das wegkriegt. Na, das weiß ich auch nicht. Oh Junge! So, dann kommen die auch von da alle, ey. Ich glaube, es geht los. Das nenne ich Whiteout, Junge. Ja, ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen. Intercom deaktiviert. Alter. Bluetooth Intercom verbunden. Ich kann ja nicht einmal vernünftig die Kupplung loslassen, so. Mesh Intercom ausschalten. Torben, hörst du mich noch? Ja. Okay, Torben, ich habe jetzt Mesh Intercom komplett ausgeschaltet. Ich glaube, jetzt ist auch dieses Mesh blablabla weg. Wie oft ich diese Strecke schon in der Assetto Corsa gefahren bin, aber noch nie in Real Life, ey. Oh, jetzt kann ich schön meine Kiste knattern lassen hier. Aber Schrittgeschwindigkeit ist das ja nicht, ne? Also schon ein bisschen schneller. Wie hast du das denn ausgeschaltet, Chris? Einfach Mesh Intercom ausschalten, über den Knopf am Sehner. Ah! Ja, und jetzt labert die auch nicht mehr. Wo seid ihr alle? Wir sind quasi eigentlich nur hinter dir. Ha 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 ha!
Was denn? Hast du das Knall nicht gehört? Nee. Das ist bodenlos laut jetzt. Ich kann halt auch nicht neben dich, weil hier so viel ist. Fahr am besten mal nicht so weit vor. Ja, meine knallt ja auch wieder, ne? Ja. Digga, wir fahren gerade einfach über den Ring, ne? Das ist so geil. Aber die Kurve ist viel enger, als ich gedacht habe. Kannst du dir vorstellen, hier richtig lang zu donnern, Alter? Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich finde die Safety Cars auch so krass, ne? Naja, mit dem ganzen RTK und so oben drauf, ne? Ja, übel, Alter. Jetzt pass mal auf, ich komme mal neben dich, wenn die mir Platz machen. Ja, was sie natürlich nicht machen. Jo, weil die auf einmal Knallgas geben. Hä? Weil die auf einmal Gas geben. Hammer, ne? Ja. Jetzt pass mal auf, mal gucken, ob meine jetzt knallt. Warte, ich komme mal jemand zu dir. Ah, fahr mal nicht so weit nach rechts, hallo. Digga. Boah, Alter. Ich glaube, wir sollen vorbeifahren, oder? Geisteskrank. Ja, sollen wir. Ja, aber jetzt komm mal hier raus, ne? Ich bin draußen. Top. Obwohl, der macht irgendwie, doch, der macht es auf, weil da links fahren. Achtung, Stau macht der auf. Ja, Torben, du bist jetzt voll weit weg, ne? Warum sind die nicht mit vorbeigefahren? Ja, weiß ich nicht. Cedric bleibt die ganze Zeit in diesem scheiß Safety Car. Ja, dann fahr du einfach vorbei. Dann wird er jetzt schon merken. Digga, jetzt kannst du hier schon schneller fahren und... Oh. Ich warte mal auf euch, ne? Ja, also ich bin jetzt quasi hinter dir, aber Cedric, der braucht wieder 10 Jahre. Oh, Junge! Das war die beste Entscheidung, den ITA rauszunehmen, ne? Junge, hör mal! Knallt, hörst du das? Ne, warte, komm. Ne, ich hör nicht. Warte, ich komm neben dich. Warte, gib Gas. Jetzt. Boah, geil. Ist das geil. Ja, also geradeaus schnell. Die ist so laut, ey. Junge. Der ist geisteskrank mit seiner Sozia. Ja. Boah, Junge, da tut dir den Trommelfellen weh, Alter. Alter, meiner hat gar nicht mehr aufzuknallen.
Digga, meine hört nicht mehr auf zu knallen, weil wir bergab fahren. Lauf mal bitte. Digga. Boah, ist das geil, ne? Das macht so Laune. Die Kurve ist echt eng, Junge. Da bin ich in der Seto Corsa auch voll aufs Haus geflogen. Jetzt macht die so eine scharfe Linkskurve und dann machen wir eine Rechtskurve. Du Assi. Wir ballern hier im Gleichschritt, Alter. Ich hoffe, so hört man das auf dem Video, oder? Nee, ne? Nee, Serik und Marisen beide hinter uns. Boah, Junge. Alter, meine Maschine ist so heftig laut. Fällt mir wirklich so schwer, hier nicht einfach durchzufetzen. Ey, meine knallt ja schon so hart. Ja. War das deine? Nein, nein, das ist er. Alter Junge. Nein. Die 125er. Das ist so geil. Junge! Junge, ich höre von meiner nur. Dad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 
der Quad-Typ ist, bei dem alles auseinandergeflogen ist. Das war der, das ist der da vorne. Nein, 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 bei dem war gerade ganz andere Heckleuchte, die Blinker. Nein, das ist der, der hatte eine kurze Hose, grauen Pulli an. Der hatte eine Jeans an. Wo ist Cedric, Digga? Weiß nicht, wo ist Marie? Hinter Cedric, ja, ich sehe die, die sind auch ganz rechts. Ja, Digga. Wir fahren jetzt echt nicht schnell oder so, wir fassen uns einfach der Gruppe an. Boah, ich hab richtig Bock, die mal so richtig zu knallen, ne, die Strecke. Ja, ich auch. Ich glaub, dass der richtig wild. Das ist geil. Also ab hier kannst du übrigens ziemlich Vollgas geben, weil jetzt kommt nur so eine ganz weite Linkskurve und die kannst du eigentlich voll durchknallen. Ja, ich will jetzt aber nicht so Gas geben wegen denen, weißt du? Ja, ich würde schon an denen vorbeiziehen. Hä? Ich würde schon da vorbeiziehen, nur ein bisschen. Ja, dann komm. Oh, da vorne Unfall. Stau auf dem Hürbring. Bitte weiträumig umfahren. Der Stau ist weg. Boah, Junge, das ist so ohrenbetäubend, wenn wir ineinander fahren. Das Ding ist auch so geil, Junge. Warum sagt denn die Karre da vorne die ganze Zeit Gefahr? Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Der macht Videos, deswegen. Wegen was? Der macht Videos. Da liegen welche in der Karre und die filmen das. Ah, da muss ich aber ein Video runter machen. Erstmal schön an denen vorbeigepfeffert. Ja, ich war, Junge. Ich bin die ganze Zeit hinter dir. Ja, sehr gut. Ja, ich weiß, die kriegen, glaube ich, wieder nicht auf die Reihe. Die beiden, ja, Maria hat aber auch Angst. Die hat so Angst, dass der einer reinfährt. Ja, gut, das, ja, okay. Und Cedric macht halt mit, aber dann sollen die gleich nicht angefressen sein, wenn wir vorknallen. Peace, Bruder, peace. Junge, was ist das für eine Kurve, Alter? Das ist eine Steilkurve. Junge. Dann heißt, die Kurve heißt Karussell. Ach, das ist Karussell hier, okay. Ja. Das Problem ist, der eine Spasti, der hängt mir im Hinterrad. Bitte? Das eine so ein Spasti, der hängt mir im Hinterrad. Ja, okay.
Taxi, Romeo. Ist aber so geil, dass wir auf der Geraden immer Gas geben und sobald eine kleine Kurve kommt, direkt Vollbremsung. Ja, ehrlich, ne? Scheißen die sich alle ein. Das ist gar nicht laut oder so. Ich glaube, jetzt fährst du mir weg, ich komme jetzt nicht mehr raus. Hast du gehört? Boah, Junge, die wird immer lauter. Ja, meine auch. Aber ich komme nicht mehr raus, ne? Also ich kam dir nicht hinterher. Ja, ich still gerade rechts, also komm mal. Ja, wenn ich hier rauskomme. So, jetzt komm ich, wo bist du? Ah, ich sehe dich, ja, dauert noch ein bisschen, bis ich bei dir bin. Die hört nicht mehr auf zu knallen, Digga. Ist doch geil. Ich dachte, wenn du da bist. Ja, du bist noch eine ganze Ecke vor mir. Bist du da in der Mitte der? Ja, nee, ich bin auch rechts, aber ich bin neben dem halb orangen hier. So, jetzt bin ich da. Jetzt zieh vorbei, komm, gib Gas! Langsam werden wir so schnell, da muss ich mein Visier vielleicht doch zumachen. Das meinst du nur. Oh, jetzt sehe ich wenigstens was. Miep, miep, miep. Wir haben Cedric und Marie so krank verloren. Ja. Aber ganz ehrlich, die kriegen wir schon wieder irgendwann. Ja. Alter, Junge, mein Motorrad. Die laut, Alter. Kurz vor Ende. Oh Junge, was? Sam knallen. Ja. Der Fahrradfahrer vor dir oder was? Ja, ich glaube schon. Oh, die sind ganz schön langsam.
Alter, ist ja laut. Kannst du mich mit dir durchschlängeln oder bin ich zu schnell weg? Warte, ich versuch. Der scheiß Schopperfahrer regt mich auf. Hallo! Hi! Ja, da vorne ist wieder eine Lücke, so eine riesen, weißt du? Ja. Oh, hier ist die Endspurt, aber ich können wir glaube ich keinen Vollgas geben. Oh, warten hier. Boah, da vorne sieht man erst, wie viele Motorräder dann eigentlich sind. Sollen wir es auch einmal rechts rausstellen und gucken? Tom? Ja, dann können wir eigentlich auf Dings warten. Guckt euch das mal an, ey. Ich krieg die nicht aufgestellt, Digga. Alter. Oh!